Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einer tollen neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um dieses tolle, ja, Wunderwerk der Technik. Der gute Huge Dragon hat uns das mal wieder gebaut. Ich habe es erst gestern entdeckt. Und zwar handelt es sich hier um eine Brückenbaumaschine für Gleise und für die Brücke selber. Das Ganze ist ein bisschen umfangreicher, aber ich werde euch das jetzt mal erklären und euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Link findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ja, legen wir mal los. Ihr habt hier, ich glaube, vier verschiedene Sachen. Erstmal haben wir hier unter Depots, haben wir hier einmal die Maschine selbst. Das könnt ihr dann als Depot bauen. Dann haben wir einmal, ja, ein Brückenbau-Szenario. Das habe ich hier hingestellt. Ich drehe das mal. Das würde jetzt natürlich im Boden verschwinden. Aber wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal, wie ihr das richtig hinbekommt. Und dann haben wir das Ganze nochmal. Ja, wo die Schienen gelegt werden. Das hier ist Brückenbau. Das ist das Szenario. Ja, das verschwindet, wenn man zu nah rankommt. Was ihr im Hintergrund seht, und das hier ist, da werden die Schienen gelegt. Das war's im Depot Sektor. Dann gehen wir mal aufs Depot. Und gehen auf Züge kaufen. Ja, was jetzt? Ha. Und dann habt ihr hier unter Diesel. Die ganzen Maschinen, die ihr dann auch auf die Strecke bringen könnte. Entweder als Zug, der fährt. Rechts seht ihr ja die ganzen Daten. Höchstgeschwindigkeit ist 30, hier ist es 15. Und von den Waggons hier 80. Da habt ihr hier Brückenteilstücke. Einmal leer und einmal mit Schienen drauf. Und hier einmal, wo Schienen verlegt werden. Einmal, wo Schienen mit drauf sind und einmal, wo Brückenteile mit drauf sind. Dann haben wir hier unter den Objektpinseln, also Objektassets, haben wir hier, scrollt ihr ganz runter, da gibt es den Reiter Urban Expansion Project Package. Da haben wir ja auch hier die Schwertransporter und Polizeiassets. Da haben wir hinten Railway Equipment. Und da habt ihr die Brückenstücke, einmal mit Boden und einmal mit 35 cm Höhe, ein Kran, das Ganze auch wieder erhöht, ein Gleisbaustapel auch wieder erhöht und sogar noch Arbeiter mit Fähnchen. Und dann habt ihr hier auch noch die Brückenteile in verschiedenen Höhen. Besser gesagt, die Pfeiler dazu. Und könnt euch da meinetwegen, könnt ihr das dann hier hinbauen. So. Ja, das ist blöd bei dem Depot, dass das verschwindet, aber das ist jetzt auch versetzt. So. Dann könnte man in verschiedenen Höhen die Brücke hier auch weiterziehen. Aber wir haben hier auch noch unter Track Assets, haben wir hier auch sein. Ne, unter Railway Slope findet ihr das. Da habt ihr hier auch die, also wenn ihr es installiert habt, die Zugwaschmaschine, die Wartungsplattform, noch hier dies, was man an die Oberleitung klemmen kann. Und dann habt ihr hier auch Railway Equipment, und da seht ihr, das, was es als Depot gibt, gibt es hier auch. Wir nehmen das Depot mal weg. Die Pfeiler auch.
Dann habt ihr das hier auch unter Railway Equipment und könnt das hier wunderbar. Eigentlich ging es vorhin. Jetzt ist getestet, genau. Könnt ihr hier, zack, auch einfach anschließen. Und dann verschwindet das auch nicht. Also ich persönlich werde das hier eher benutzen als das Depot. Weil da kann man ran und hast du nicht gesehen, das verschwindet nicht. Und unter das Depot könnte man dann auch nichts drunter ziehen. Also auch nicht über die, über Flüsse. Oder wenn man ein schönes Szenario erstellen will durch eine Stadt, wo gerade eine neue Brücke gebaut wird. Da würde das auch nicht funktionieren. Einzigster Nachteil ist, man kann das hier nicht verbinden. Wenn das so rumdreht, das ist ein bisschen schade, weil das verschwindet ja im Boden. Aber egal. So, dann haben wir hier noch auch noch die Maschine, die gerade Schienen verlegt. Da könnte man meinetwegen mal hier ein Gleisbett einfach ziehen. Natürlich ohne Strom. Bisschen unpraktisch. So, machen wir den Strom mal weg. Dann könnte man die ja da draufsetzen. So. Das Gleisbett müsste man natürlich noch weiterziehen. So. Und dann haben wir hier noch ein Fahrzeug mit einem Brückenelement, ein leeres und mit Schienen. Und diese ganzen Assets sind jetzt nicht nur für zum Brückenbauszenario gut, sondern auch einfach für Gleisbaustellen, wo man sich ein schönes Szenario erstellt. Natürlich braucht man da nicht die Brückenelemente, aber gerade diese Gleisverlegemaschine, hier der Wagen mit den Gleisen drauf und dann auch noch der Leere, die Arbeiter, dann vielleicht noch einen kleinen Rangierzug mit diesem ganzen Wagen, der zur Baustelle fährt und zurück. Nett, nett, muss ich schon sagen. Ja, ihr müsst aufpassen beim Brückenbau. Ich zeige euch das mal hier. Und jetzt natürlich. Am besten nimmt immer das Schotterbett. Ich mache das jetzt mal so. Nach oben. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Obwohl es geht. Kann man auch so machen. Sieht nicht so schlimm aus. Ich dachte, das sieht jetzt schlimmer aus. So, da ziehen wir uns hier das Gleisbett auch noch raus. So. Geht das noch weiter? Ja, das geht in eine Brücke. Nee, das geht leider nicht, dass man das parallel weiterzieht. Auf jeden Fall bin ich mir jetzt nicht sicher, Moment, wir probieren mal was. Wir probieren mal was. Ich gehe mal ganz jetzt hier weg. Ziehen uns das jetzt mal. Moment. Wo haben wir denn eine kleine Erhöhung? Da hinten. So, wir bauen uns jetzt mal eine Brücke. So. Ohne Kurve natürlich. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne, das wird. Ja, Moment. Eingesnappt.
So, und dann bauen wir hier eins hin. So rum. Bauen wir hier eins hin, so rum. Okay. Ja, das ist, weil es jetzt nicht gerade ist. Na gut, man könnte natürlich. Moment. Das hier weiterziehen. So, passt mal auf. So. Das dann noch von der Seite hier dran kleben. War nicht ganz so, wie ich es wollte. So, dann nimmt man natürlich das Schotterbett wieder weg. So ein bisschen gucken, ob man wirklich nur das Schotterbett auswählt. Brauchen wir alles? Noch? Oder? Nee, ist alles weg. Hier noch? Hier ist noch Schotterbett. So. So kann man sich. Natürlich haben wir jetzt keine Verbindung nach hier hinten. Jetzt habe ich das ganze Schotterbett weggenommen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man könnte natürlich, wenn man das Stück hier vorne gesetzt hat. Oder wir probieren das mal aus. Probieren das mal aus. Brauchen wir natürlich die Hochgeschwindigkeitsgleise. Ja, das wird jetzt nicht klappen. Oder doch, klappt. Na, nicht ganz. So, und dann könnte man. Nee, also das muss man schon im Vornherein machen. Ich habe das jetzt weggenommen. Sich dann Gleis übrig lassen oder hier vorne die Rampe gleich bauen und die übrig lassen, damit man natürlich eine Auffahrt zur Brücke hat. Und dass die Maschine natürlich hier in der Mitte steht, ohne Zugang, um wegfahren zu können, ist natürlich auch unreal. Also das Teil steht richtig rum, wenn man hier die Abfahrt hat. Und das müsste dann gedreht sein, dass der Teil hier vorne natürlich auf der Seite steht. Auf jeden Fall seht ihr, dass man hiermit wirklich, ja, da kann man sich schon schöne Szenerien bauen. Wie gesagt, nicht nur mit diesen Brücken, sondern dadurch, dass man ja hier die einzelnen Maschinen hat. Ich kann das ja mal kurz machen. Aber wir bauen das mal hier daneben. Natürlich sollte man immer gucken, das Ganze gerade zu haben. Da haben wir ja hier auch den tollen Mod zum Einebnen, den ich immer benutze. So. Da fängt man dann einfach an. So. Dann hat man gerade Stücke. So. Dann kann man natürlich auch hier das Gleisbett nehmen. Seine Maschine hier hinbauen. So. Ziehen wir das noch ein Stück raus. Das hier rein. Baut man sich hier daneben, meinetwegen.
So. Und dann noch ein leeren vielleicht dahinter. Das ist nicht der leere. Oder so. Nimmt von hier noch einen Arbeiter. Die hier so ein bisschen. Und dann haben wir ja auch noch, habe ich ganz vergessen. Mal das Depot kurz. Ich möchte ja nur zeigen, was wir noch so im Angebot für Gleisbaustellen haben. Wir haben ja hier noch die Ludmilla von der Baugruppe. Dann haben wir vom Jansch noch die Wagen. Den Kran mit Beiwagen. Und bei Güterwaggons. Mal schauen, hier. Die Bagger. Hier auch noch mit Schienen. Dürfte es noch was geben. Genau hier. Container, Flachwagen. Hier auch wieder ein Flachwagen mit Schienen. Also ihr seht, ihr könnt da schon schöne Baustellen errichten. Und dann hier auch nochmal mit Schotter. Und dann hatten wir doch noch, da hatte ich den jetzt hier nicht aktiviert, dann haben wir noch den Kranwagen vom Jansch, der etwas älter ist, aber auch gut passt, wie ich finde hier. Hier der Kranwagen vom Krupp. Ja. Das soll es eigentlich gewesen sein. Vielen Dank an Huge Dragon, auch wenn er mich wahrscheinlich nicht versteht. Da er ja immer in Englisch unterwegs ist und wie gesagt selber Asiate ist, ich bin zu 99% sicher, weil, wie ihr hier seht, sind ja hier auch chinesische Schriftzeichen wieder auf seiner schönen Brückenbau-Maschine. Ja, ich packe euch in die Videobeschreibung auch nochmal einen Link, wo ihr das Teil mal in Action seht. Ich habe mir das auch schon angeguckt. Das ist wirklich ein Teil, glaube ich, was in Zukunft den Brückenbau um einiges erleichtern wird. Richtig, richtiges Megateil. Also diese Tunnelbau- und Bohrmaschinen sind ja schon Wahnsinn, aber was die Menschheit teilweise schon erfindet, ist schon wow. Das Teil, das fährt quasi hier hin. In dem Video, was ich gesehen habe, da fahren die Räder erstmal raus, dann wird hier eine Stütze angesetzt. Und dann fährt er weiter auf den nächsten Pfeiler. Und dann wird hier das Brückenelement eingesetzt. Also war schon Wahnsinn. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich packe das mal in die Videobeschreibung. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an dieser tollen Maschine. Auf meiner Modellbahnkarte wird da auf jeden Fall ein Szenario entstehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also Leute, ich bin raus. Macht's gut und ciao.